So, ich überlege gerade, in welche Richtung wir jetzt besser gehen. Müssen wir nach links oder rechts? Ja, wir müssen definitiv nach rechts, aber links haben wir den Fahrstuhl. Mit dem Fahrstuhl kommen wir da zum Speicherraum und... Ach, wir kommen aber nicht zur Itembox. Boah, das ist doch nervig. Nicht zu heilen, keine Itembox. Auf Gefahr und vergiftet. Wird ein spaßiger Gang, das sage ich euch. Oh, dieser verdammte Hunter, der hätte uns jetzt direkt erledigen können. So, hier drin haben wir, glaube ich, nichts wirklich. Ja, ich weiß, ich muss jetzt wirklich aufpassen, was wir da machen. Was war in dieser Raum noch? Bitte lass da jemand zum Heilen drinnen liegen. Das ist jetzt erstmal wichtig für mich. Weißt du, wir haben zig Heildinger in der blöden Kiste drin, aber wir haben nichts hier mit bei. Was habe ich denn jetzt gemacht? Ach ja, ein Umbauset. Passt, passt auf jeden Fall. Da haben wir Clement Alpha. Jetzt können wir da beide schön mischen. Die Clement-Mischung. So, ich hoffe mal bloß, wir haben das hier mit Checkpoint. Sollten wir vielleicht doch mal drauf gehen. Was hat jetzt eigentlich überhaupt? Nichts wirklich. Okay. Nee, ich denke mal, ich werde mich von Resident Evil 1, zwar den richtigen, nicht Director's Cut, nicht Remake oder sonst irgendwas, mit einem guten Kollegen... Einmal eigentlich auch da eine nette kleine Chose starten, nämlich also auch ein Let's Play, durchgehend in ein Together. Und ja, hoffe, ihr werdet dann damit Spaß haben. Ach, Herr Jemini, jetzt müssen wir doch wieder hier zurück. So, ich überlege gerade, da müssen wir doch an die Zombies vorbei, aber diesmal gehen wir, denke ich mal, doch. Ja, wir gehen definitiv zum Fahrstuhl. Ach, hier mal, wo gehen wir am besten lang? Ich überlege gerade, wenn wir doch da durchgehen. Ich bin ja gerade am besten am überlegen, wie ich das am besten mache. Da haben wir da eigentlich überhaupt einen Speicherort? Der ist aber ziemlich komisch angebracht. Ach nee, Quatsch, das ist ja gar kein Speicherort. Okay, dann können wir da nicht mal raus. Nehme ich schon fast mal, wenn ich vielleicht besser mal hier die Trainingsanlage verlassen sollen. Ach, das ist alles so kompliziert, sage ich euch. So kompliziert. Komm mal her, mein Lieber. Ja. Ja. Dann lauf halt an ihm vorbei, ne? Wenn er nicht will, dann hat er schon. So sehe ich das. Warum ich übrigens die Shotgun mal nach oben halte, ich sag mal, bei den anderen Resident Evil Teilen, dann sieht man das gut, weil das nämlich bewirkt nämlich einen schönen Headshot, aber hier haben die es ja darauf verzichtet, Headshots zu vergeben. Kann ich da jetzt eigentlich rüber? Weiß ich gar nicht. Schade. Schade, schade. Wäre auch zu schön gewesen. Ja, jetzt überlege ich gerade, wie wir da jetzt am besten hinkommen. Ich möchte mich eigentlich wieder gern zu meinem Speicherraum hin. Ah, ich weiß nicht, wie wir da jetzt am besten hinkommen. Das ist ja das große Problem. Nein, nein, nein. Ach, okay. Da war schon mal nicht. Ja, komm, hier können wir zumindest eine Runde speichern. Hier können wir auch noch nicht mal. Ach, mein Gott. Ah. Ja,
Wir haben nämlich gar kein Fahrband bei. Ich wollte mich eigentlich gerne noch eine Aufnahmepause machen, da wir es schon wirklich recht spät haben. Ich morgen früh wieder arbeiten muss. Ah, und wir die ganze Zeit vergiftet sind. Ich bin schon überlegen, ob wir nicht einfach wieder komplett zurücklaufen. Quasi zu unserem Ausgangspunkt. Aber da müsste ich ja wieder über die Plattform gehen. Falls wir die überhaupt noch benutzen können, das ist jetzt auch noch die große Frage. Hätte ich mal die Shotgun drin gelassen, hätte mir das ein Problem nicht. So, ich überlege gerade. Und da, dann können wir glaube ich die Treppen runter und haben davon nicht wirklich was. So, wenn wir da doch, so machen wir es. Wir laufen jetzt nämlich zurück. Fahren jetzt nämlich hier gleich runter, dann gehen wir durch den Panzerraum durch und dann sind wir auch endlich entgiftet, kann man schon fast sagen. Ja, ich will die Hebebühne benutzen. Neue Zombies, auch klasse. Boah, bitte lass uns jetzt heil da durchkommen bei den Spinnen. Oh. Gut, dann gehen wir sogar ganz am Anfang zurück. Da wollte ich eigentlich gar nicht hin. Habe ich mich jetzt tatsächlich vertan, aber ist auch okay. Finde ich gut. Blaues Kraut sollten wir manchmal noch in der Kiste haben. So hoffe ich es doch zumindest. Ja. Dann habe ich wenigstens noch einen vernünftigen Ausgangspunkt, von dem aus wir arbeiten können. Finde ich persönlich auch wirklich besser. So. Und dann schauen wir mal. Blaues Kraut erstmal. Da haben wir auch was Schönes. Das machen wir aber anders. Jawoll, volles Ding. Und da, jetzt geht's mal wieder super. Schauen wir, was haben wir noch hier drin. Haben wir schließlich noch da schöne Musik. Musik sage ich schon. Munitionspack, ich hoffe mal. Was ist überhaupt das dafür? Jawoll, und da haben wir sogar noch 3% übrig. In dem Magazin, da packen wir aber trotzdem wieder rein. Nimm das schon mal mit. Ja, der Rest kann man eigentlich so lassen, wie es ist, ne? Das Einzige, was mich stört, ist... So, die Anordnung. So, ich hoffe, ihr hattet Spaß mit meiner neuen Aufnahme von Resident Evil. Ich finde, sie lief eigentlich so ganz gut. Chefzimmer, doch gut. Ich war mich schon mal überlegen, ob ich jetzt da genau gespeichert habe. Bisschen aber nicht geladen habe, aber ist schon alles richtig so gelaufen. Da passt auf jeden Fall, ja. Und wünsche euch natürlich noch einen schönen Abend, schönen Tag, schönen Mittag, je nachdem, was ihr gerade macht. Und bis bald.